Bald weiß ich, wer du bist. Und dann gnade dir Gott. Holmes, warum sind Sie noch wach? Du bekommst die Kugel direkt zwischen die Augen, du Verdammter. Holmes, halten Sie da wirklich einen Revolver in der Hand? Hm? Ist der geladen? Ja, ich bin ziemlich geladen. Und scheiße wütend. Ich meine den Revolver in Ihrer Hand, den Sie auf das Kaminsims gerichtet halten. Ja, der ist auch geladen. Dann entspannen Sie jetzt bitte wieder den Hahn und nehmen Sie den Zeigefinger vom Abzug. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme, Watson. Diverse bewusstseinsverändernde Substanzen wirken sich negativ auf meine motorischen Fähigkeiten aus. Dann halten Sie die Hand und den Arm einfach ruhig. Ich mache das für Sie. Hm? Einfach nicht bewegen. Ich trete jetzt von hinten an Sie heran und nehme Ihnen den Revolver aus der Hand. Lassen Sie nur, Watson. Ich feuere das Ding einfach ab. Gib nur ein Loch im Kamin. Das werden Sie nicht tun. Sie würden Mrs. Hudson zu Tode erschrecken. Im Übrigen gibt es keine Garantie, dass die Kugel nicht abprallt und dann quer durchs Wohnzimmer pfeift. Das ist ein 45er Enfield. Versichere Ihnen, die Kugel wird von der Wand nicht gebremst. Tun Sie einfach nichts. Ich nähere mich jetzt. Zu Befehl, Watson. Ganz ruhig. Ich bin gleich bei Ihnen. Stehen Sie jetzt hinter meinem Sessel, Watson? Ja. Das frage ich nur, weil mein rechter Arm langsam lahm wird. Gleich geschafft. Und jetzt bitte nicht abdrücken. Sie können jetzt loslassen. Ich habe den Revolver. Bitte sehr. Boah. So, das hätten wir. Ich glaube, den Revolver bewahre ich vorerst in meinem Morgenmantel auf. Was machen Sie eigentlich hier im Wohnzimmer mitten in der Nacht? Warum schlafen Sie nicht, Watson? Ich war noch wach, um einen Brief an meinen alten Truppenkameraden Murray abzuschließen. Da hörte ich, wie Sie irgendjemandem drohten. Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe. Sie müssen ja sternhagelvoll sein, dass Sie um meine Nachtruhe besorgt sind. Was ist los? Warum sitzen Sie hier mitten in der Nacht mit einem geladenen Revolver? Will nur trinken, mir diverses Zeug spritzen und das Leben verfluchen. Was ist passiert? Sie haben doch gerade einen wichtigen Fall gelöst. Oberst Ross wird Ihnen auf ewig dankbar sein. Hat nichts mit Oberst Ross zu tun und seinem verdammten Gaul. Womit dann? Eine lange Geschichte. Bitte erzählen Sie. Ihrem jetzigen Zustand nach zu urteilen, stark betrunken und... Das passt gar nicht zu Ihnen, Holmes. Sie sind sonst doch eigentlich immer sehr diszipliniert. Kann mich auf meinen Kopf nicht mehr verlassen. Hab zum ersten Mal so richtig daneben gehauen. Was immer passiert ist, es ist keine Schande, sich mal zu irren. Diesmal hat's Tote gegeben. 4 Tote. Ein Kutscher, 3 Polizisten. Alle tot. Und ich hätte das verhindern können. Ich hätte sie warnen können und hab's nicht getan. Am besten, Sie erzählen mir alles von Anfang an. Ich brühe Ihnen einen Kaffee auf, damit Sie wieder klar im Kopf werden. Und ich mache Feuer im Kamin. Wir haben Herbst und es wird nachts schon ziemlich kalt. Mmh. Ach, Hilfe, Watson! Ihr Kaffee weckt ja Tote auf. Ja. Schön austrinken, Holmes. Bei den ganzen leeren Flaschen hier und der Spritze. Sie haben einen höllischen Cocktail in Ihrem Kreislauf. Wow. Was ist das für ein Kaffee? Ein Muntermacher nach ärztlichem Rezept. Was ist denn da noch alles drin? Weder Alkohol noch Kokain. Seit wann haben Sie eigentlich einen Revolver, Holmes? Erst vor ein paar Wochen gekauft. Leider scheint so etwas bei einer Tätigkeit als beratender Detektiv nötig zu werden. Was ist denn jetzt genau geschehen, was Sie so aus dem Gleichgewicht bringt? Erinnern Sie sich noch an Rachel Howells? Nur noch vage. Ich weiß, dass Sie sie vor Jahren als Mörderin entlarvt hatten und dass Sie sie suchten. Ende des letzten Jahres fand ich sie. Sie arbeitet seit Jahren für den großen Unbekannten, der inzwischen die Londoner Unterwelt kontrolliert.
Es gelang mir, Rachel Howells als Informantin zu rekrutieren. Dann wissen Sie jetzt, wer das Verbrecherhirn ist? Er ist leider zu schlau, um sich seinen Leuten zu erkennen zu geben. Aber mit Rachel Howells Hilfe gelang es mir, den Personenkreis einzugrenzen. Ich erinnere mich an Ihre ausgesprochen gute Laune an jenem Tag, als Sie mir Ihren Bruder Mycroft vorstellten. Ihre Vermutung ist richtig, Watson. Die Information, die mir damals weiterhalf, stammte von Rachel Howells. Unser großer Unbekannter ist ein Ingenieur oder Wissenschaftler. Das ist immer noch ein sehr großer Personenkreis. Vor wenigen Tagen unterlief unserem Herrscher der Unterwelt dann sein erster Fehler. Rachel Howells gelang es, mir einen entscheidenden Hinweis zuzuspielen. Sie wissen doch noch, wer Joseph Harrison ist, oder? Natürlich. Das war Ihr Fall im Hochsommer, der verschwundene Marinevertrag. Joseph Harrison war der Dieb des Vertrages. Was aus ihm geworden ist, wissen nur wenige Mitglieder der Regierung. Rachel Howells teilte mir mit, dass Joseph Harrison ins Newgate-Gefängnis verlegt werden sollte und dass die geheimnisvolle Nummer 1 den Befehl gegeben hatte, ihn auf dem Weg dorthin zu befreien. Verstehen Sie, was das bedeutet? Dass die Nummer 1 wissen möchte, was im Marinevertrag steht? Ja, vielleicht. Aber was hier viel entscheidender ist, ist Folgendes. Der Kreis der Personen, die überhaupt eine Ahnung haben können, wo Joseph Harrison abgeblieben ist und was mit ihm geschieht, ist klein. Die Nummer 1 der Londoner Unterwelt gehört zu den engsten Mitarbeitern unserer Regierung. Das ist ja entsetzlich! Nicht unter kriminalistischen Aspekten, denn jetzt dürfte ich zeitnah in der Lage sein, den großen Unbekannten zu identifizieren. Und was ist schiefgegangen? Alles. Ich weiß, dass Sie sich über unseren Ausflug in die Weiten des Pferdesports gewundert haben. Das kann man wohl sagen. Aber was hat das mit der Londoner Unterwelt zu tun? Gar nichts. Ich wollte nur raus aus London, damit die Dinge, die Rachel Howells angekündigt hatte, geschehen konnten. Sie haben die Polizei von den Befreiungsplänen für Joseph Harrison nicht unterrichtet? Das durfte ich nicht. Denn wenn jemand die Befreiung von Harrison vereitelt hätte, wüsste die Nummer 1, dass es in ihrer Organisation eine undichte Stelle gibt. Und dann geriete meine Informantin in Gefahr und Nummer 1 wäre abgetaucht und ich könnte sie nicht mehr entlarven. Ich sah jedoch nicht voraus, was mein Schweigen für Folgen haben würde. Schauen Sie sich das an, meine Damen und Herren. Bis eben war das Feld der Rennpferde noch dicht gedrängt, doch auf der letzten Geraden trennt sich die Spreu vom Weizen. Iris, Despro und Silberstrahl lassen das übrige Feld hinter sich und liefern sich nun ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen. Wer wird wohl den längeren Atem haben? Alle drei schnellen über die Bahn, als wäre der Teufel hinter ihnen her. Die Jockeys ganz weit auf den Rücken ihrer Pferde gebeugt. Lord Backwaters Despero scheint leicht die Nase vorn zu haben, aber Silberstrahl von Oberst Ross gibt nicht auf. Iris des Herzogs von Balmoral fällt nun leicht zurück. Wer wird es? Despero oder Silberstrahl? Nur noch wenige Meter. Jetzt sind sie gleich auf und Silberstrahl gewinnt! Nach diesem unglaublichen Rennen sind Despero und Silberstrahl vermutlich die heißesten Anwärter auf den Ehrenpreis von Wessex am kommenden Dienstag. Die Quoten bei den Wettbüros dürften jetzt in ungeahnte Höhen schnellen. Noch niemals gab es Pferde, die sich so ebenbürtig waren. Schade, ich hatte auf Iris gewettet. Gehen wir etwas trinken, Watson. Was tun wir hier in dieser Pferdesportarena, Holmes? Wir genießen die letzten warmen Herbsttage im Südwesten Englands. Seit wann interessieren Sie sich für Pferderennsport? Mir war danach mal ein paar Tage aus London rauszukommen. Ich kenne Sie doch. Sie bearbeiten hier einen Fall, haben mir das aus irgendeinem Grund aber noch nicht erzählt. Nein, ausnahmsweise nicht, mein lieber Watson. Sie nehmen freiwillig ein paar Tage Urlaub? Das sieht Ihnen gar nicht ähnlich, Holmes. Zugegeben, mit meiner Abwesenheit aus London verfolge ich tatsächlich ein gewisses Ziel. Aha. Und auch meine Entscheidung, in die Welt des Pferderennsports einzutauchen, fiel vor allem aus kriminalistischer Neugier, nicht weil ich den Sport besonders spannend finde. So? Beim Pferderennsport und bei den Wetten auf die möglichen Sieger ist viel Geld im Spiel, Watson. Ich bin hier, um mich mit den Mechanismen des Betrugs in diesem Sport vertraut zu machen. Interessant. Nennen Sie es eine Feldstudie. Allein die Verhältnisse der Eigentümer der Rennpferde sind äußerst spannend. Sehen Sie diesen hochnäsigen Graubart dort? Ja. Das ist Oberst Ross aus King's Pyland, Dartmoor. Ihm gehört das Rennpferd Silberstrahl. Und der Rappe heißt so, weil er einen strahlend weißen Fellstreifen am Kopf hat. Es ist jenes Pferd dort, das gerade abgeschirrt wird.
Aha. Dieser Mann bei Silberstrahl ist John Straker, früher Jockey und jetzt der Stallmeister von Oberst Ross. Straker wohnt mit seiner Frau Mary nur einen Steinwurf von Silberstrahls Stall entfernt, auf dem Landgut von Oberst Ross in King's Pyland. Interessant. Und dieser gesetzte Herr dort ist Lord Backwater, Eigentümer von Desborough, dem gefährlichsten Rivalen von Silberstrahl. Backwater betreibt eine große Pferdezuchtanlage in Mapleton, am Rand des Moors von Dartmoor und nur einen längeren Spaziergang von King's Pyland entfernt. Der finstere Bursche neben ihm ist ein Aufseher, Silas Brown. Faszinierend, Holmes. Ich merke, Sie haben sich mit den Verhältnissen bereits vertraut gemacht. Das ist doch längst nicht alles, Watson. Sehen Sie diesen nervösen Burschen dort? Den Mann mit dem Notizblock sowie dem schweren Stock mit dem großen Knauf? Sie meinen den Mann im grauen Anzug? Der ganz nervös auf diese Gruppe dort einredet? Rot und schwarz gestreifte Krawatte? Genau der. Wie ich Sie kenne, wissen Sie genau, wer das ist und was er tut. Selbstverständlich, Watson. Dieser Mann ist ein weiterer interessanter Akteur dieser ganzen Szenerie hier. Das ist Fitzroy Simpson. Er hat sein Vermögen auf dem Rennplatz gemacht und verdient jetzt seinen Lebensunterhalt als Buchmacher. Pferdewetten. Exakt. Wie gesagt, beim Pferderennsport ist viel Geld im Spiel. Und was tun Sie jetzt mit Ihren Erkenntnissen, Holmes? Beobachten und lernen, Watson. Die Möglichkeiten für Verbrechen und Betrug sind auf dem Feld des Pferderennsports unermesslich. Vom bestochenen Jockey über vergiftetes Futter und Absprachen unter Rennstallbesitzern, um gemeinsam abzukassieren, ist alles drin. Und Sie glauben, dass Sie fündig werden? Wer weiß. Auf jeden Fall habe ich uns eine Unterkunft in King's Pyland gebucht. Wir übernachten in Dartmoor? Richtig, Watson. Direkt in der Nähe des Landguts von Oberst Ross. Die frische Luft wird Ihnen gut tun. Ach, diese Dartmoor-Mücken bringen mich noch um. Watson, das ist die reinste Idylle. Wir sitzen auf der Veranda, haben gut gespeist und genießen die frische Landluft. Frische Luft? Jedes Mal, wenn wir beim Abendessen sind, vergrößert dieser Bauer dort seinen Misthaufen. Ich atme kurz ein und ich weiß, wie viel Uhr wir haben. Wird es nicht allmählich Zeit, Ihre Feldstudien zu beenden und wieder nach London zurückzukehren? Heute noch nicht. Auf dem Landgut von Oberst Ross ist heute anscheinend irgendetwas passiert. Wie meinen Sie das? Nehmen Sie mal Ihren Feldstecher und sehen Sie rüber. Holmes, es geht uns überhaupt nichts an, was auf dem Landgut von Oberst Ross los ist. Nun zieren Sie sich nicht und schauen Sie rüber. Es sind die drei Gebäude westlich von hier, jenseits der Weidezäune. Also gut. Worauf soll ich achten? Auf den Stall. Ah ja. Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Das ist eine interessante Gruppe, die dort beim Stall beisammen steht, oder? Und noch weiter im Westen wird das Moor offenbar von einer großen Gruppe Hofknechte systematisch abgesucht. Ich habe schon den ganzen Tag ein großes Kommen und Gehen beobachtet. Da beim Stall ist auch Oberst Ross. Er scheint ziemlich aufgeregt zu sein. Er redet die ganze Zeit auf einen Mann im Anzug ein, der irgendwie nicht in diese Gegend passt. Das ist Stadtbekleidung. Auch sein Schuhwerk ist nicht besonders geeignet für... Das ist ja Inspektor Lestrade. Was? Unser werter Inspektor von Scotland Yard. Sehen Sie selbst. Nehmen Sie den Feldstecher. Sie haben recht, Watson. Lestrade, wie er leibt und lebt. Und ratlos wie immer. Womit auch immer er dort zu tun hat und was auch immer er hier in Dartmoor tut. Das schreit geradezu nach Amtshilfe. Bieten wir Oberst Ross und Inspektor Lestrade doch unsere Hilfe an. Sie meinen, wir marschieren da jetzt einfach rüber und mischen uns ein? Es gefällt Ihnen ja ohnehin nicht auf unserer Veranda. Also gut. Unternehmen Sie jetzt gefälligst etwas, Inspektor Lestrade. Wissen Sie eigentlich, wie viel Silberstrahl wert ist? Und Sie müssen unbedingt meinen Mann finden. Es könnte sonst was passiert sein, seit er letzte Nacht aus dem Haus gegangen ist. Mrs. Straker, beruhigen Sie sich. Es wird sich bestimmt alles aufklären. Und was ist mit meinem Pferd? Es wurde geraubt, das ist doch sonnenklar. Lassen Sie endlich ein paar Dutzend Hilfspolizisten kommen. Die sollen meinen Leuten dabei helfen, das Moor abzusuchen. Oberst Ross, ich versichere Ihnen, ich tue mein Möglichstes. So sieht das aber nicht aus.
Sie stehen hier herum und stellen einfältige Fragen. Ich muss doch sehr bitten, Oberst Ross. Es geht darum, zu ergründen, was letzte Nacht geschehen ist. Und das geht nur, wenn... Guten Abend, Inspektor Lestrade. Holmes, Dr. Watson, was tun Sie beide denn in Dartmoor? Wir genießen die frische Landluft. Und was tun Sie hier, Inspektor Lestrade? London ist weit weg von hier. Ich wurde gebeten, in dieser Sache hier einen Kollegen zu vertreten. Inspektor Gregory. Bitte entschuldigen Sie, aber wer sind die beiden? Und was haben die auf meinem Landgut verloren? Es scheint mir, dass Sie hier ein kleines Problem haben, Oberst Ross. Wir wollten schauen, ob wir helfen können. Woher wissen Sie, wer ich bin? Sie würden sich wundern, wie er solche Dinge in Sekunden herausbekommt. Mr. Sherlock Holmes ist beratender Detektiv. Der Mann neben ihm ist Dr. Watson. Scotland Yard arbeitet gelegentlich mit Ihnen zusammen. Und mit Erfolg, wie Sie zugeben werden, Lestrade. Also schön. Wenn Sie nun schon mal hier sind, dann machen Sie sich nützlich. Genau das hatten wir vor. Also eigentlich ist das meine Ermittlung. Dann beginnen Sie doch einfach mal damit, mir zu erläutern, worum es geht, Inspektor. Aus den Gesprächsfetzen, die ich gehört habe, schließe ich, dass das Rennpferd Silberstrahl aus seinem Stall verschwunden ist. Viel schlimmer ist, dass ich auch meinen Mann vermisse, Mr. Holmes. Er kleidete sich in der vergangenen Nacht um 1 Uhr an, weil er im Stall nach Silberstrahl sehen wollte. Sie sind Mary Straker, die Ehefrau von John Straker, nehme ich an? Ja, wir wohnen dort in diesem Haus, 200 Yards vom Stall entfernt. Gab es einen besonderen Grund, warum Ihr Mann mitten in der Nacht zu Silberstrahl wollte? Einen Augenblick mal, Holmes. Das ist immer noch meine... Na gut, meinetwegen. Helfen Sie uns, Holmes. Ich wusste, dass Sie ein vernünftiger Mensch sind, Inspektor Lestrade. Dann wird es Sie nicht überraschen, dass ich Mrs. Straker genau dieselben Fragen gestellt habe. Wir sind sogar schon einen Schritt weiter. Miss Baxter, kommen Sie doch bitte und erzählen Sie Mr. Holmes, was Sie mir schon berichtet haben. Gerne, Inspektor. Diese junge Dame ist Edith Baxter, eine Dienstmagd auf diesem Landgut. Bitte berichten Sie, Miss Baxter. Mr. Straker hat einen Stallknecht, der ihm hilft. Edward Hunter. Er hielt sich gestern Abend im Stall von Silberstrahl auf. Ich bekam am späteren Abend die Anweisung, ihm noch einen Teller Hammelragout zu bringen, das es bei Mr. und Mrs. Straker zum Abendessen gegeben hatte. Es war schon ganz dunkel und ich nahm für den Weg rüber zum Stall eine Laterne mit. Als ich noch etwa 30 Schritte vom Stall entfernt war, trat plötzlich ein Mann aus der Dunkelheit. Ah, endlich ein Mensch in dieser dunklen Einöde. Bitte laufen Sie nicht weg. Es war ein Mann von etwa 30 Jahren. Er trug einen grauen Anzug und eine auffällig rot und schwarz gestreifte Krawatte. In einer Hand hielt er einen schweren Stock mit einem großen Knauf. Bitte erschrecken Sie nicht, junge Dame. Ich fürchte, ich habe mich in der Dunkelheit verlaufen und fürchtete schon, dass ich die Nacht auf dem Moor zubringen muss. Können Sie mir sagen, wo ich bin? Sie sind auf dem Landgut von Oberst Ross in King's Pyland. Nur wenige Schritte von einem der Ställe entfernt. Dem Stall von Silberstrahl. Wirklich? Das nenne ich einen Zufall. Man hat mir gesagt, dass in dem Stall ständig der Stallknecht Edward Hunter wacht. Vermutlich wollen Sie ihm gerade sein Abendmahl bringen? Bestimmt werden Sie nicht zu stolz sein, um sich Geld für ein neues Kleid zu verdienen. Wie bitte? Bitte lassen Sie dem Knecht heute Abend diese Nachricht hier zukommen. Dann werden Sie sich das hübscheste Kleid kaufen können, das Sie sich wünschen. Ich glaube, Sie verlassen jetzt besser Oberst Ross Landgut und lassen mich vorbei. Ich muss zum Stall. Warum so abweisend, Miss? Ich meine es gut mit Ihnen. Lassen Sie mich in Ruhe. Mr. Hunter, ich bin es, Edith. Ich bringe Ihnen einen Teller Hammelragout. Ah, haha, wunderbar. Ich dachte schon, ich müsste mir heute Abend den Hafer mit Silberstrahl teilen. Ruhig, Charlie. Du kennst Edith doch. Bitte schön, Ihr Abendessen. Reichen Sie den Teller einfach durchs Fenster, Edith. Bitte sehr. Ah, wie das duftet. Genau das brauche ich jetzt. Sie glauben ja nicht, was mir gerade eben passiert ist. Nur 30 Schritte von hier sprach mich ein Fremder an, der... Guten Abend, Mr. Hunter. Ich möchte gerne ein paar Worte mit Ihnen wechseln. Wer sind Sie? Und was haben Sie hier zu suchen? Etwas, wobei Sie ein gutes Stück Geld verdienen können, Mr. Hunter. Sie haben ein Pferd hier, das am Rennen um den Wessex-Preis teilnehmen soll. Silberstrahl. Schenken Sie mir klaren Wein ein und das soll nicht Ihr Schaden sein. Ist es wahr, dass Bayard Silberstrahl beim Proberennen auf 5/8 Meilen 100 Yards abgewonnen hat? Und dass das Stellpersonal auf ihn wetten will? Ich weiß, was Sie sind.
Ein verdammter Buchmacher. Es ist besser, sie verschwinden, bevor ich den Stall öffne und den Hund auf sie loslasse. Der Wortwechsel dauerte noch an und ich lief los, um den Stallmeister Mr. Straker zu unterrichten. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie sich der Fremde zum Fenster hineinlehnte. Als Mr. Hunter von innen den Pferdestall öffnete, um den Hund rauszulassen, verschwand der Fremde in der Dunkelheit. Dieser Fremde könnte Fitzroy Simpson gewesen sein, den Sie mir neulich beim Pferderennen gezeigt haben, Holmes. Buchmacher, grauer Anzug, geschmacklose rot und schwarz gestreifte Krawatte, schwerer Stock mit großem Knauf. Gut aufgepasst, Watson. Zu diesem Schluss bin ich ebenfalls gekommen. Dieses Ereignis beim Stall ist eindeutig eine Begebenheit, die Mr. Straker stark beunruhigt haben dürfte. Das ist richtig. Er war außer sich. So stand Mr. Straker also in der vergangenen Nacht auf, um nach Silberstrahl zu sehen. Und was geschah dann? Das wissen wir bisher noch nicht. Tatsache ist, dass Mr. Straker und Silberstrahl seitdem verschwunden sind. Ist einer der Anwesenden hier Mr. Edward Hunter, der Stallknecht? Das bin ich. Da Sie sich im Stall befanden, sind Sie doch bestimmt in der Lage, Licht ins Dunkel zu bringen. Leider nicht. Nachdem ich ein paar Bissen des Hammelragouts gegessen hatte, wurde ich entsetzlich müde. Ich muss wohl eingeschlafen sein. Ich kam erst wieder zu mir, als mich Mrs. Straker heute Morgen gegen 7 Uhr heftig rüttelte. Das Tor des Stalls stand weit auf. Ich lag neben meinem Stuhl. Ich hatte einen entsetzlichen Brummschädel und war ganz benebelt. Silberstrahl war weg. Kopfschmerzen? Benebelt? Ist von Ihrem Hammelragout noch etwas übrig? Wie können Sie jetzt ans Abendessen denken, Holmes? Das tue ich gar nicht, Inspektor Lestrade. Ich bin davon überzeugt, dass Mr. Hunter durch ein Gift im Hammelragout betäubt wurde. Man müsste die Essensreste allerdings untersuchen, um eine Vermutung bestätigen zu können. Die Strakers und Edith Baxter haben auch davon gegessen. Und sie hatten keine Beschwerden. Sollte dieser Fitzroy Simpson Hunters Essen vergiftet haben? Als er sich zum Fenster hineinlehnte? Die Symptome, die Mr. Hunter beschrieben hat, könnten durch Opiumpulver verursacht worden sein. Möglich, Watson. Hätte es gestern Abend aber kein Hammelragout gegeben, das einen sehr intensiven Geschmack hat, hätte Mr. Hunter das Gift aber zweifellos herausgeschmeckt. Er hätte gemerkt, dass etwas mit seinem Abendessen nicht stimmt. Damit wäre der Plan, ihn zu betäuben, misslungen. Und was soll das bedeuten? Das ist doch klar, Inspektor. Wer immer das Hammelragout von Mr. Hunter vergiftet hat, muss gewusst haben, dass eine Speise serviert werden würde, die den Geschmack des Opiums überdecken kann. Haben Sie in der vergangenen Nacht eigentlich irgendeine Unruhe am Stall von Silberstrahl gehört, Mrs. Straker? Wenn etwas beim Stall geschieht, müsste man es in Ihrem Haus hören können. Nein. Ich habe fest geschlafen bis heute Morgen, als ich bemerkte, dass mein Mann noch nicht wieder zurückgekehrt war. Und was ist mit Ihnen, Mrs. Baxter? Ich habe nichts gehört. Interessant. Weshalb, Holmes? Der Hund, Inspektor. Wenn sich ein Fremder am Stall zu schaffen macht, dort eindringt und das Pferd herausführt, müsste er wie wahnsinnig bellen. Oder sollte der Hund den Rest des vergifteten Hammelragouts gefressen haben? Na, sowas tut Charlie nicht. Er weiß, dass alle Dinge auf Tellern für ihn tabu sind. Meine Herren, bitte folgen Sie mir. Was ist los, Oberst Ross? Einer meiner Hofknechte, die ich im Moor auf die Suche geschickt habe, winkt uns. Scheinbar hat er was gefunden. Silberstrahl? Möglich, Watson. Oder den verschollenen Stallmeister John Straker. Mein Gott. Zum Glück ist Mrs. Straker nicht mit uns gekommen. Dieses schreckliche Bild hätte sie wohl den Rest ihres Lebens verfolgt. Immerhin müssen wir die Suche nach Stallmeister John Straker nicht mehr fortsetzen. Wer hat ihm das angetan? Ich werde Mrs. Straker unverzüglich über den Tod ihres Ehemanns informieren müssen. Dann lasse ich seine Leiche von hier abholen. Immer langsam, Inspektor Lestrade. Wir sollten uns diesen Tatort noch genau ansehen. Und zwar, bevor es dunkel ist. Holmes, wir können nicht einfach unserer Arbeit nachgehen und Mrs. Straker über diese Tragödie im Unklaren lassen. Sehen Sie, wie tief die Sonne inzwischen steht, Watson? Wenn wir jetzt erst zum Haus laufen und später zurückkehren, ist es stockfinster. Und morgen früh sind manche Spuren an diesem Tatort vielleicht nicht mehr zu erkennen. Immer mit der Ruhe, Holmes. Ich schicke Edward Hunter zurück. Mrs. Straker soll im Haus warten. Ich bringe ihr dieses Unglück später möglichst schonend bei. Los, gehen Sie, Hunter. Aber sagen Sie ihr bitte noch nichts. Das ist meine Aufgabe. Verstanden, Oberst. Und jetzt wagen Sie sich an diesem Tatort an Ihre Arbeit, Gentlemen. Ich bin schon dabei, Oberst Ross. Mir ist bereits etwas Interessantes aufgefallen.
Mr. Strakers Gummimantel? Kompliment, Lestrade. Ja, in der Tat. Es sieht ganz danach aus, als habe jemand den Mantel säuberlich an diesen Ginsterbusch gehängt. Könnte das nicht der Wind gewesen sein? Sie meinen, der Wind hat Mr. Straker den Mantel ausgezogen und aufgehängt? Bitte machen Sie sich nicht über mich lustig, Holmes. Ich meine, Mr. Straker hat den Mantel vielleicht abgestreift und der Wind hat ihn an den Ginsterbusch geweht. In der vergangenen Nacht wehte kein Wind, der stark genug gewesen wäre, Watson. Sehen wir uns jetzt die muldenförmige Vertiefung an, in der die Leiche liegt. Bitte achten Sie darauf, keine möglichen Spuren zu zertrampeln. Ich mache das nicht zum ersten Mal, Holmes. Halt! Die Erde rund um die Leiche ist stark zertreten. Ich glaube, dort auch Hufabdrücke zu erkennen. Oberst Ross, gibt es an den Hufeisen von Silberstrahl eventuell irgendeine Auffälligkeit? Wie meinen Sie das? Abnutzungen an einem der Hufeisen, eine markante Unebenheit, eine abgebrochene Kante. Die Hufeisen sind nagelneu. Ausgezeichnet. Also müssten sie sich in weicherem Boden besonders klar abzeichnen. Wenn Sie das sagen... Sie scheinen sich vielleicht zu wundern, aber ich habe im Wilden Westen erlebt, wie ein Westmann nur anhand von Hufspuren, Fußabdrücken und ein paar Farbspritzern im Gras den Überfall auf einen Zug rekonstruiert hat. Er las aus ihnen sogar die Art des Indianerstamms heraus. Das hat mich als Junge wirklich inspiriert. Wie auch immer. Auf der Erde dort zeichnen sich mehrere Hufabdrücke klar und deutlich ab. Silberstrahl dürfte sich also mit Mr. Straker in dieser Bodensenke aufgehalten haben. Über die Todesursache dürfte jedenfalls kein Zweifel bestehen. Mr. Straker wurde offenbar mit einem schweren Gegenstand der Schädel eingeschlagen. Er wurde auch an den Beinen verletzt. Sehen Sie die Blutspuren auf der Hose, am Schenkel. Das könnten Wunden von einem kleinen scharfen Messer sein. Apropos kleines scharfes Messer. Strakers Leiche hält noch ein kleines Messer in der rechten Hand. Ich kann geronnenes Blut auf der Klinge erkennen. Offenbar hat er sich verbissen verteidigt und seinen Angreifer ebenfalls verletzt. Sehen Sie mal, was seine linke Hand umklammert. Das sieht aus wie eine... Eine Krawatte. Eine rot und schwarz gestreifte Krawatte. Ha! Damit ist der Fall geklärt. Finden Sie nicht auch, Holmes? Ich ahne, welche Theorie Sie haben, Lestrade. Oh, die Krawatte in der Hand des Toten spricht für mich eine viel deutlichere Sprache. Das muss die Krawatte des Buchmachers Fitzroy Sampson sein. Und was hat sich nun Ihrer Meinung nach abgespielt, Lestrade? Das ist doch sonnenklar. Simpson ist nach Dartmoor gekommen, um in King's Pyland dem Rennpferd Silberstrahl zu schaden oder das Pferd zu stehlen. Nachdem er dem Stallknecht Edward Hunter das Schlafmittel verabreicht hatte, verschaffte er sich mit Hilfe eines Nachschlüssels Zugang zum Stall. Dort legte er Silberstrahl den Zaum an und führte ihn weg. Während er nun, die Stalltür offen stehen lassend, das Pferd über das Moor davonführte, kam ihm John Straker entgegen oder holte ihn ein. Es entwickelte sich ein Kampf, bei dem Simpson seinen Gegner mit seinem schweren Stock erschlug. Hierauf gelang es dem Dieb entweder, das Pferd in ein geheimes Versteck zu bringen, oder es hat sich losgerissen und es irrt nun auf dem Moor umher. Na, wenn Sie so sicher sind, dann eilen Sie jetzt am besten los und lassen Fitzroy Simpson verhaften. So wie Sie das sagen, sind Sie wohl anderer Ansicht, Holmes. Trotz vieler Ungereimtheiten scheint Ihre Erklärung durchaus Sinn zu ergeben. Mehrere Indizien scheinen tatsächlich gegen Mr. Simpson zu sprechen. Wohl eher Beweise. Die Krawatte... Sicher nicht die einzige rot- und schwarz gestreifte Krawatte auf der Welt. Aber die Kopfverletzung von Straker passt zu Simpsons Stock, wie ihn Edith Baxter beschrieben hat. Das ist zumindest eine Möglichkeit. Und was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt tun, Holmes? Noch hierbleiben. Wir haben längst nicht alles ausgewertet, was wir an diesem Tatort finden können. Wir müssen Strakers Taschen durchsuchen und wir müssen den Boden rund um die Leiche einer genaueren Untersuchung unterziehen. Und dann? Dann sollte sich einer von uns mit Fitzroy Simpson unterhalten. Wenn Ihre Theorie stimmt, Lestrade, müsste er durch Strakers Messer verletzt worden sein. Merken Sie, wie sich ein solcher kleiner Urlaub auszahlen kann, Watson? Ein solches Rätsel wie das Verschwinden von Silberstrahl und der Mord an Stallmeister Straker ist genau nach meinem Geschmack. Schauen Sie sich nur all diese Gegenstände aus Strakers Taschen an und auch sein kleines Messer. Das ist eine kriminalistische Goldgrube. Das ist in der Tat ein sehr ungewöhnliches Messer. Keine Waffe, die jemand mitnehmen würde, der draußen in der Nacht eine Gefahr vermutet. Dazu ist es viel zu filigran.
Es lässt sich nicht einmal zuklappen. Man muss die Spitze mit einer Korkscheibe schützen. Solche Messer werden bei Augenoperationen benutzt, bei denen man extrem viel Fingerspitzengefühl braucht. Ich dachte mir schon, dass man eine so feine Klinge nur für sehr heikle Arbeit benutzt. Holmes, weshalb haben wir London verlassen? Sie haben mir diese Frage noch nicht wirklich beantwortet. Ah, das wird Inspektor Lestrade sein. Kommen Sie rein, die Tür ist offen. Der Eingang zu Ihrer Unterkunft ist im Dunkeln gar nicht so leicht zu finden, Holmes. Ich möchte nicht wissen, in was ich auf dem Weg hierher überall reingetreten bin. Der Duftnote nach zu urteilen, tippe ich auf Schaf. Lassen Sie Ihre Schuhe bitte draußen stehen, Lestrade. Oh. Also ziehe ich eben die Schuhe aus. Und jetzt dürfen Sie eintreten. Setzen Sie sich doch an unseren Tisch, Inspektor. Ich habe noch nie Ihre Socken gesehen. Interessantes Ringelmuster. Was machen Sie für ein Gesicht, Inspektor? Sie hatten mit Ihrer Meinung zur Lösung des Falls natürlich recht, Holmes. Konnten Sie Fitzroy Simpson finden und befragen? Ja, und meine Beweiskette ist schon gerissen. Zumindest ist sie nicht stark genug, um vor Gericht standzuhalten. Der Hauptgrund? Mr. Simpson ist völlig unverletzt. Dr. Watson hat inzwischen die Theorie aufgestellt, dass Draker sich die Schnitte mit dem Messer selbst beigebracht hat. Mit Verletzungen des Gehirns sind oft unkontrollierte Zuckungen verbunden. Demnach ist das Blut auf dem Messer sein eigenes. Ein Indiz, das Simpson hätte belasten können, ist jedenfalls hinfällig. Was sagt er zu seinem Aufenthalt in Dartmoor? Er bekannte sofort, dass er gekommen ist, um in King's Pyland Erkundigungen über die Pferde einzuziehen und zugleich Näheres über den zweiten Favoriten Desborough zu erfahren. Dieses Rennpferd steht unter Silas Browns Aufsicht im Stall von Mapleton. Auch versuchte Simpson nicht etwa, sein Benehmen gestern Abend zu leugnen. Er erklärte jedoch, dass er keine bösen Absichten hatte. Er hatte nur den Wunsch, sich eine Nachricht aus erster Hand zu verschaffen. Und die Krawatte? Er sagte, dass er sie gelöst hatte, nachdem sein Anzug letzte Nacht völlig durchnässt war. Dabei habe er sie in der Dunkelheit verloren. Wie sie in die Hand des Toten gelangt sein konnte, weiß er nicht. Gab es am Knauf von Mr. Simpsons schwerem Stock irgendwelche Spuren? Nein. Natürlich könnte er den Stock nach dem Mord gereinigt haben, aber diese Möglichkeit bringt uns nicht weiter. Haben Sie Simpsons Wettbuch durchgesehen? Es gibt Wetten bis zu einem Betrag von 5000 Pfund gegen Silberstrahl durch Simpson gebucht. Das spricht gegen ihn. Das ist aber kein Beweis, Watson. Mit solchen Dingen verdient ein Buchmacher seinen Lebensunterhalt. Eine der Summen gegen Silberstrahl wurde von Mr. John Straker gesetzt. Ungewöhnlich. Straker setzt gegen das Pferd, das er selbst beaufsichtigt. Was hat die Untersuchung der Reste des Abendessens von Stallknecht Edwin Hunter ergeben? Sie und Dr. Watson vermuteten richtig. Es war tatsächlich mit Opiumpulver versetzt. Wer außer Simpson könnte das gewesen sein? Eine gute Frage, Watson. Als Beweis gegen Simpson taugt sie aber ebenfalls nicht. Und damit wären wir hier schon am Ende. Vergessen wir doch diesen Fitzroy Simpson einstweilen und wenden wir unsere Aufmerksamkeit diesen Dingen auf dem Tisch aus den Taschen des toten John Straker zu. Ich war ja dabei, als wir sie gefunden haben. Mir sagen sie nichts. Mehrere dieser Gegenstände sind auch tatsächlich unbedeutend. Zur Seite schieben können wir den halbgefüllten Tabaksbeutel, die kurze Pfeife, die silberne Uhr mit der goldenen Kette, den Bleistifthalter aus Aluminium und die 5 goldenen Sovereigns. Interessant sind aber die übrigen Gegenstände. Erstens das Messer. Es hat einen Elfenbeingriff und eine biegsame, sehr feine Klinge. Laut Dr. Watson, und er kennt sich als Arzt damit aus, ist es ein Messer für sehr feine Augenoperationen. Auf keinen Fall eine geeignete Verteidigungswaffe. Und sehen Sie sich das an. Eine Schachtel mit Wachskerzen, 2 Stücke Talglicht und ein Feuerzeug. Wir haben ja auch eine angebrannte Wachskerze am Boden neben der Leiche entdeckt. Na und? Die Frage ist doch, warum John Straker Kerzen und ein Operationsmesser mitnehmen sollte, wenn er eigentlich ein Pferd gegen ungebetene Gäste verteidigen will. Und die abgebrannte Wachskerze auf dem Boden des Moors sagt mir, dass er dort draußen Licht gemacht hat. Weiter im Text. Bleiben drittens noch diese Papiere. Diese 4 sind unwichtig. 3 Quittungen von Händlern für geliefertes Heu und ein Brief von Oberst Ross mit Verhaltensmaßregeln. Also zur Seite damit. Dieser letzte Zettel ist aber sehr ungewöhnlich.
die Rechnung einer Schneiderin über den Betrag von 37 Pfund und 15 Schilling. Von Madame Le Sourier in der Bond Street ausgestellt an einen William Derbyshire. Die Rechnung für ein taubengraues Seidenkleid mit Straußenfedern besetzt. Hatten Sie Gelegenheit, Mrs. Draker darauf anzusprechen? Sie besitzt so ein Kleid nicht, das mit 37 Pfund im Übrigen sehr teuer ist für ein Straßenkostüm. Und wer ist Mr. Derbyshire? Angeblich ein Freund ihres Mannes. Zuweilen waren Briefe an ihn hierher adressiert. Sie kennt ihn aber nicht persönlich. Wären Sie so freundlich, in den nächsten Tagen in London eine Theorie für mich zu überprüfen, Inspektor? Würden Sie der Schneiderin Madame Le Sourier bitte diese Fotografie zeigen und Sie fragen, ob dies Mr. William Derbyshire ist? Aber das ist doch... Genau. Ich habe mir diese eingerahmte Fotografie nur ausgeliehen. Die Besitzerin weiß nichts davon und wird sie auch zurückerhalten. Holmes, Sie sind manchmal unmöglich. Ich weiß. Warum gehen Sie nicht selber nach London, um Ihre Theorie zu überprüfen? Aus verschiedenen Gründen. Ich werde erst in mehreren Tagen wieder in London sein. Im Übrigen ist das Rennpferd Silberstrahl noch immer verschwunden. Dr. Watson und ich werden es morgen suchen. Oh, diese Dartmoor-Mücken bringen mich noch um. Sie haben keine Vorstellung davon, welche Art Mücken in den Sümpfen des Sudan herumschwirren. Ein alter Freund schrieb mir davon, dagegen sind diese Dartmoor-Mücken harmlos. Was machen wir hier draußen, Holmes? Das dort ist die Bodensenke, in der wir Strakers Leiche entdeckt haben. Aber wie wollen Sie nun Silberstrahl finden? Der Boden in der Umgebung ist zu fest, um Hufabdrücke zurückzulassen. Wenn man in der Umgebung keine Spuren sehen kann, muss man sich überlegen, wo man sie wieder entdecken kann. Eine Erkenntnis Ihres Westmann-Freundes? Ein logisches Vorgehen, Watson. Nehmen wir einmal an, Silberstrahl hat sich vor oder nach dem Trauerspiel losgerissen. Wohin könnte er gelaufen sein? Keine Ahnung. Das Pferd ist ein geselliges Tier. Seinen eigenen Instinkten überlassen, würde es entweder nach King's Pyland zurückkehren oder nach Mapleton hinübertraben. Warum sollte es auf dem Moor herumirren? Jedenfalls hätten wir es dann schon gefunden. Und wenn man das Pferd nun entführt und versteckt hat? Vielleicht um zu verhindern, dass es am Dienstag beim Ehrenpreis von Wessex startet. Wir finden das Tier. Wir müssen nur seinen Spuren folgen. Die wir aber noch nicht gefunden haben. Doch. Die Abdrücke dort am Fundort der Leiche beweisen, dass Silberstrahl hier war. Dies ist also unser Ausgangspunkt, um nach weiteren Spuren Ausschau zu halten. Im Prinzip bleibt nur eine Richtung, in der wir suchen müssen. Die Richtung nach King's Pyle entscheidet aus. Dann würde Silberstrahl schon wieder im Stall von Oberst Ross stehen. Also Mapleton. Dort, wo Lord Backwater seine große Pferdezuchtanlage betreibt. Am Rand des Moors von Dartmoor. Sie haben gut aufgepasst, Watson. Unternehmen wir doch einen gemütlichen Spaziergang und halten wir Ausschau nach scharf gezeichneten Hufabdrücken. Ich bin gespannt. Also los. Die Schuhe bekomme ich doch nie wieder sauber. Und diese verdammten Mücken. Holmes, manchmal hasse ich sie. Ich habe sie gefunden, Watson. Die Hufspur von Silberstrahl? In der Tat. Dieser lange Hohlweg muss in der vorletzten Nacht ziemlich feucht gewesen sein. Kommen Sie her. Ich bin gleich da. Boah, ist das ein Matsch. Da hätte ich auch Soldat bleiben können. Hier ist der Untergrund besser. Was ist mit Ihren Schuhen passiert, Watson? Sehr komisch, Holmes. Dort, wo Sie mich suchen ließen, ist der reinste Morast. Auch Ihre Hose hat eine interessante Farbe bekommen. Dunkelbraun mit einem Hauch von Moos. Also, wo ist nun die Spur? Hier. Die Hufeisen haben sich gut eingedrückt und die Spur verläuft in Richtung Mapleton. Dann hatten Sie mit Ihrer Vermutung recht. Nun sehen Sie, welchen Wert die Vorstellungskraft hat. Das ist eine Vorstellungskraft, die unserem Lestrade leider fehlt. Wir haben uns vorgestellt, was geschehen sein könnte, wir handelten danach und wir entdeckten, dass wir uns nicht geirrt haben. Lassen Sie uns jetzt neben der Spur weitergehen. Eine seltsame Entwicklung der Spuren. Warum? Nun ja, zuerst verlief die Spur von Silberstrahl ganz einsam über den Boden. Dann erschien aber die Fußspur eines Mannes neben dem Pferd. Eines Mannes, der Schuhe mit einer ungewöhnlich breiten Spitze trägt. Dann führten beide Spuren nebeneinander ein Stück zurück in Richtung King's Pyland
um dann doch wieder umzukehren und auf Mapleton zuzusteuern. Für mich ist ganz offensichtlich, was das bedeutet. Heben Sie Ihren Blick und sagen Sie mir, was Sie vor uns sehen können. Umzäunungen? Das müssen die Anlagen von Mapleton sein. Das Landgut von Lord Backwater. Und die Doppelspur endet beim Pflaster, das bis zum Tor der Stallungen führt. Ah, da kommt uns ja auch schon ein freundlicher Herr entgegen. Was haben Sie hier zu suchen? Ein finsterer Bursche. Das ist Silas Brown, der Aufseher von Lord Backwater. Hauen Sie ab, das ist Privatgrund! Sehen Sie sich mal die breiten Spitzen seiner Schuhe an. Die passen exakt zur Fußspur neben den Hufabdrücken von Silberstrahl. Ich glaube, wir haben unseren Pferdedieb gefunden. Sind Sie sicher? Warten Sie ab. Ich werde einfach mal so tun, als wüssten wir schon alles. Bitte verzeihen Sie mir, wenn ich Sie gleich als Veterinär ausgebe. Was? Was zum Henker wollt ihr zwei Vögel hier? Ihr steht auf dem Grund und Boden von Lord Backwater. Das ist uns bewusst, Mr. Brown. Wenn du mich kennst, dann weißt du sicher auch, dass ich bei ungebetenen Gästen kein langes Federlesen mache. Ihr habt 2 Minuten, um euch von hier zu verziehen. Das werden wir nicht. Mein Name ist Sherlock Holmes und ich handle als beratender Detektiv im Auftrag von Oberst Ross. Dieser Mann neben mir ist der Tierarzt Dr. Watson. Ja, genau. Ich bin Veterinär. Er wird beurteilen, ob Sie Silberstrahl in Ihrem Stall gut behandelt haben. Sollten Sie dem Pferd auch nur ein Haar gekrümmt haben, werden Lord Backwater und die Polizei über Ihre Taten in Kenntnis gesetzt, Mr. Brown. Was reden Sie da? Wagen Sie es nicht zu leugnen. Ich weiß genau Bescheid. Ich weiß, dass Sie Silberstrahl in der vorletzten Nacht auf diesem Gelände bemerkt haben. Ich weiß, dass Sie zuerst beabsichtigten, ihn zurück nach King's Pyland zu bringen. Doch dann besannen Sie sich eines anderen. Der Zufall hatte Ihnen das einzige Pferd zugeführt, das Desborough, das Pferd Ihres Herrn, besiegen kann. Meine Nachforschungen werden zweifellos ergeben, dass Sie eine hohe Summe auf Desborough gesetzt haben. Und wenn Silberstrahl am kommenden Dienstag nicht antreten könnte, wäre Ihnen der Gewinn sicher. Teufel auch, wie können Sie das... Woher wissen Sie das alles? Wären Sie jetzt bitte so freundlich, uns zu Silberstrahl in den Stall zu führen. Es geht ihm bestens. Ich bin doch kein Tierquäler, glauben Sie mir. Ich habe den Rappen sogar auf Verletzungen untersucht, denn er hatte Blut an einem der Hinterhufe. Ich merkte aber, dass es zum Glück nicht sein Blut war. Was haben Sie denn noch? Silberstrahl hatte Blut an einem Hinterhuf? Das ist interessant. Was für ein Ausflug. Als wir aufbrachen, um auf dem Moor von Dartmoor nach Silberstrahl zu suchen, hatten wir nur Indizien und Vermutungen. Jetzt kehren wir über Oberst Ross Landgut nach King's Pyland zurück und das Rätsel ist so gut wie gelöst. Haben Sie nicht Sorge, das gute Rennpferd noch bei Silas Brown zu lassen? Er hat doch Interesse daran, ihm Schaden zuzufügen. Er wird es hüten wie seinen Augapfel, mein Freund. Nur wenn er es gesund und heil zum Vorschein bringt, darf er auf Gnade hoffen. Oberst Ross sieht nicht gerade aus wie jemand, der sehr geneigt wäre, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Über diese Sache hat der Oberst nicht zu entscheiden. Ich verfahre stets nach meinen eigenen Methoden. Das ist der Vorteil, wenn man kein angestellter Beamter ist. Eine Schafherde. Warum lässt Oberst Ross nur Schafe auf seinem Landgut grasen? Deren Hinterlassenschaften dürften meinen Schuhen den Rest geben. In London kaufe ich ihnen neue. Was ist los, Holmes? Warum bleiben Sie stehen? Was gibt es bei dieser Schafherde Besonderes zu sehen? Ein paar der Schafe sind lahm. Sie hinken. Und was bedeutet das jetzt? Einfach alles. Es ist das letzte Puzzlestück. Hinkende Schafe? Würden Sie mir das erklären? Geduld, mein Freund. Da kommt Oberst Ross. Er nähert sich über die Wiese. Was werden Sie ihm sagen? Da sind Sie ja endlich. Inspektor Lestrade erzählte mir, dass Sie Silberstrahl zu finden hofften. Offenbar war Ihre Suche ein Fehlschlag. Das wundert mich nicht. Wir sollten auch 2 Stadtbewohner in einer Sache erfolgreich sein, die vielen meiner Knechte misslungen ist. Ihr Rennpferd wird wieder auftauchen, Oberst Ross. Wie können Sie das behaupten, Holmes? Bisher sehe ich kein einziges Schweifhaar von Silberstrahl. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich gebe Ihnen die Versicherung, dass Silberstrahl am kommenden Dienstag beim Preis von Wessex mitlaufen wird. Das kann jeder behaupten. Und vermutlich werden Sie uns jetzt in Richtung London verlassen, nachdem Sie hier nichts zustande gebracht haben, Holmes. Ganz im Gegenteil. Dr. Watson und ich werden jetzt hier noch ein paar Tage Urlaub machen. Erwarten Sie uns am Dienstag in Winchester beim Ehrenpreis von Wessex. Dort werde ich alles aufklären.
Sie haben die Fanfaren gehört, meine Damen und Herren. Sie kündigen das heutige Hauptrennen an, das Pferderennen um den Ehrenpreis von Wessex. Die Wetten sind noch in vollem Gange und Silberstrahl steht mehr in der Gunst als je zuvor. In den vergangenen Tagen hatte es Gerüchte gegeben, das Pferd sei unter geheimnisvollen Umständen verschwunden, doch sein Besitzer Oberst Ross ließ es ohne Kommentar auf der Starterliste. Nun werden wir gleich sehen, was Sache ist, denn der Start steht unmittelbar bevor. Ich habe mein Pferd noch nicht zu Gesicht bekommen, Holmes. Wenn Silberstrahl jetzt nicht sofort am Start steht, bin ich vor aller Welt blamiert. Nur Geduld, Oberst Ross. Es ist alles Nötige veranlasst. Dort, sehen Sie. Die Pferde nehmen mit den Jockeys am Start Aufstellung. Meine Farben sind dabei, aber wo ist Silberstrahl? Pferde und Reiter sind aufs Äußerste angespannt. Sie alle warten auf den Startschuss. Zuvor werde ich Ihnen die gemeldeten Pferde und ihre Eigentümer nochmals vorstellen. Was soll das? Silberstrahl ist nicht dabei. Dabei dachte ich, Sie würden Ihren Rappen erkennen, wenn Sie ihn wiedersehen. Natürlich würde ich ihn erkennen, aber dort steht er nicht. Sie wollen mich wohl zum Narren halten, Holmes. Keineswegs. Achten Sie auf die Jockeys und die Pferde, meine Damen und Herren. Mütze rot, Jacke zimtfarben, Negro. Eigentümer Mr. Heath Newton. Jacke blau und schwarz, Gräfin Lear. Eigentümer Oberst Wardlow. Mütze und Ärmel gelb, Desborough. Eigentümer Lord Backwater. Mütze und Jacke schwarz und gelb, Iris, Eigentümer der Herzog von Balmoral. Mütze lila, Ärmel schwarz, Resper, Eigentümer Lord Singleford. Und zu guter Letzt Mütze schwarz, Jacke rot, Silberstrahl, Eigentümer Oberst Ross. Was soll das? Dieses Pferd ist nicht Silberstrahl. Leider kann ich es von hier aus nicht genau erkennen, aber scheinbar trägt dieser Rappe keinen weißen Fellstreifen am Kopf. Ein interessanter Umstand, aber Oberst Ross scheint den Hengst unter dem Namen seines berühmten Rennpferds starten zu lassen. Ich bin neugierig, wie es sich schlagen wird, aber den Buchmachern wird dieser Umstand ganz und gar nicht gefallen. Ich werde diese Farce jetzt sofort beenden. Kein Grund zur Beunruhigung, Oberst Ross. Achtung! Alles bereit zum Start. Es geht über 1,6 Meilen. Was für ein Start. Alle sechs Rennpferde stürmen los, wie aus einem Gewehrlauf abgefeuert. Jockeys und Pferde sind heute eindeutig in Bestform. Und sie bekommen etwas für ihr Geld geboten, meine Damen und Herren. Vortrefflich. Ausgezeichnet. Was auch immer das für ein Pferd ist, das da als Silberstrahl ausgegeben wird. Es ist eindeutig ein gutes Rennpferd. Die Jockeys bücken sich ganz tief auf die Pferderücken und machen sich so leicht wie möglich. Das ist unglaublich. Desborough, Iris und Silberstrahl müssen überhaupt nicht angetreten werden. Ihre Hufe scheinen kaum den Boden zu berühren. Ja, sie fliegen geradezu über die Bahn und haben sich schon jetzt leicht von Negro, Gräfin Lear und Resper abgesetzt. Jetzt erreichen sie die erste Biegung. Da, jetzt hat sich Iris ganz knapp an den anderen beiden vorbeigeschoben. Sie läuft weiter in, das heißt, die Wege von Desborough und Silberstrahl sind weiter. Ah, Inspektor Lestrade, schön, dass Sie es auch geschafft haben. Sie ließen mich ja wissen, dass Sie hier und heute alles aufklären werden, Holmes. Ich habe auch die Fotografie wieder dabei. Ich muss sagen, dass mich die Erkenntnisse bei Madame Lesurier, der Schneiderin, überrascht haben. Mich nicht. Immerhin gut, dass Sie meinen Verdacht bestätigen konnten. Geben Sie mir mal den Feldstecher, Watson. Das Feld ist jetzt auf der gegenüberliegenden Seite der Bahn. Bitte sehr, Oberst Ross. Iris ist jetzt vorne, Desborough auf Position 2 und knapp dahinter Silberstrahl. Oder zumindest das Pferd, das als Silberstrahl gemeldet wurde. Die drei sind schon mehrere Pferdelängen vor den anderen. Wunderbar. Dieser Renner gibt nicht auf. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass dort tatsächlich Silberstrahl läuft. Derselbe Kampfgeist. Jetzt erreicht die Spitzengruppe die zweite und letzte Biegung. Diesmal hat Silberstrahl die beste Position erreicht und macht jetzt mit jedem Schritt seinen Rückstand kleiner.
Sehen Sie nur, wie sich Jockeys und Pferde in die Kurve legen. Silberstrahl zieht innen an Despera vorbei und ist jetzt mit Iris fast auf gleicher Höhe. Nur noch wenige Augenblicke. Silberstrahl und Iris jetzt Kopf an Kopf. Mein Gott, dieses Pferd könnte es wirklich schaffen. Los, los, gib alles! Das Spitzenfeld ist auf der Zielgeraden. Iris und Silberstrahl noch immer auf gleicher Höhe. Despero fällt leicht zurück. Ja, vorwärts, vorwärts, schneller, schneller. Du schaffst es! Wer wird es sein? Iris oder Silberstrahl? Silberstrahl gewinnt das Rennen um den Ehrenpreis von Wessex. Ja, gewonnen! Jedenfalls habe ich das Rennen mit diesem Pferd gewonnen. Aber kein Mensch kann schlau daraus werden. Mir scheint doch, Mr. Holmes, Sie haben Ihr Geheimnis nun lange genug für sich behalten. Es ist gar kein besonderes Geheimnis, Oberst Ross. Wenn Sie den Kopf des Pferdes betrachten, werden Sie einen Streifen erkennen, der nicht ganz zum Rest des schwarzen Fells passt. Waschen Sie dem Hengst das Gesicht mit etwas Spiritus, dann haben Sie Ihren alten Silberstrahl unverändert wieder. Sie scherzen. Alle Wetter! Das ist Farbe! Bei allen Höllenhunden! Dieses Pferd ist tatsächlich Silberstrahl! Wie ist das möglich, Holmes? Dr. Watson und ich fanden ihn in den Händen eines Betrügers. So nahm ich mir die Freiheit, ihn das Rennen so mitmachen zu lassen, wie er hergerichtet worden war. Eigentlich ein billiger Trick. Aber kein Polizist wäre in der Lage gewesen, Silberstrahl zu finden, selbst wenn sämtliche Ställe in Dartmoor durchsucht worden wären. Mein bester Herr, Sie haben Wunder vollbracht. Das Pferd ist in vortrefflichem Zustand. So gut wie heute ist es noch nie gelaufen. Ich muss mich tausendmal bei Ihnen entschuldigen, dass ich an Ihnen gezweifelt habe, Holmes. Sie haben mir durch die Auffindung von Silberstrahl einen großen Dienst erwiesen. Noch besser wäre es natürlich, wenn Sie auch den Mörder meines Stallmeisters entdeckt hätten. Ist schon erledigt. Der Mörder befindet sich unter uns. Was soll das heißen? Glauben Sie etwa, ich hätte Straker getötet? Wenn das ein Scherz sein soll, ist er absolut geschmacklos. Ich glaube durchaus nicht, dass Sie auf irgendeine Weise an den Verbrechen beteiligt waren, Oberst Ross. Aber wen meinen Sie denn dann? Abgesehen von den Menschen aus dem Publikum sind hier bei Silberstrahl nur noch Sie, Dr. Watson und Inspektor Lestrade. Sehr richtig. Sie haben dem Mörder von Mr. Straker gerade über den Kopf gestreichelt. Sie meinen Silberstrahl? Ganz genau. Seine Schuld wird dadurch gemildert, dass er in Notwehr gehandelt hat und John Straker ein Mann war, der Ihres Vertrauens ganz und gar unwürdig war. Das müssen Sie jetzt aber genauer erklären, Holmes. Sehr gern, Inspektor. Das erste Glied in der Kette meiner Beweisführung ist das Hammelragout, das dem Stallknecht Edward Hunter gebracht wurde. Wie wir ja inzwischen wissen, wurde es mit Opiumpulver versetzt, um Mr. Hunter zu betäuben. Beim Opiumpulver sind Geruch und Geschmack nicht gerade unangenehm, aber bemerkbar. In den meisten Speisen würde man es gleich herausschmecken. Ein Hammelragout ist aber gerade ein Gericht, in dem ein solcher Beigeschmack überdeckt wird. Hier schied der Buchmacher Fitzroy Simpson für mich als Verdächtiger bereits aus. Wie hätte ein fremder Mann veranlassen können, dass an jenem Abend im Haushalt der Strakers Hammelragout serviert wird? Also richtete ich die Aufmerksamkeit meines Denkens ganz auf Mr. Straker und seine Frau. Das Opiumpulver war erst in die Portion des Stallknechts hineingeschüttet worden, als sein Teller aufgeschöpft war. Die anderen hatten ohne schädliche Folgen von dem Hammelragout gegessen. Wer hätte wohl Gelegenheit gehabt, das Essen zu vergiften, ohne dass es die Dienstmagd Edith Baxter merkt? Nur Mary und John Straker? Noch bevor ich mir hierüber im Reinen war, beschäftigte mich noch eine andere Frage. Warum hatte Charlie, der Hund des Stallknechts Hunter, nicht angeschlagen, als nachts jemand in den Stall eindrang, um Silberstrahl mitzunehmen? Ja und? Warum nicht, Holmes? Der Hund kannte den nächtlichen Besucher. Das machte für mich John Straker zum Hauptverdächtigen. Ich war nun so gut wie überzeugt, dass Straker bei nachtschlafender Zeit in den Stall gegangen war, um Silberstrahl zu holen. Aber zu welchem Zweck? Als Stallmeister hatte er jederzeit Zugang zu meinem Pferd. Es musste eine unredliche Absicht sein, sonst hätte er Mr. Hunter nicht betäuben müssen. Etwa eine krumme Pferdewette? Exakt, Watson. Wie wir ja von Inspektor Lestrade erfuhren, standen im Wettbuch von Fitzroy Simpson bis zu 5000 Pfund gegen Silberstrahl. Und einer der Männer, die gegen ihn gesetzt hatten, war John Straker. Gegen das Pferd in seinem Stall.
Unglaublich! Da er sich zu diesem Schritt entschlossen hatte, musste Straker einen Weg gefunden haben, Silberstrahl den Sieg unmöglich zu machen. Die Gegenstände, die Straker bei seinem Tod bei sich gehabt hatte, brachten mich auf die richtige Spur. Sie erinnern sich gewiss noch an das seltsame kleine Messer, das er in der Hand gehalten hatte, Inspektor. Ein kleines Messer, wie es für feine Operationen verwendet wird. Und zu einer derartigen Operation sollte das Messer auch in jener Nacht dienen. Oberst Ross, bei Ihrer großen Erfahrung in allem, was mit der Pferderennbahn zusammenhängt, werden Sie ahnen, was Mr. Straker vorhatte. Man kann am Schenkel eines Pferds unter der Haut einen kleinen Einschnitt in die Sehnen machen. Äußerlich bleibt keine Spur zurück. Allerdings fängt das Pferd an, leicht zu lahmen. Beim Rennen hätte man das auf Überanstrengung zurückgeführt und Silberstrahl hätte mit Sicherheit nicht gewonnen. Der Elende! Der Schuft! Das liefert zugleich die Erklärung, weshalb John Straker das Pferd auf das Moor hinausgeführt hat. Ein so feuriges Tier wie Silberstrahl hätte bei dieser Misshandlung sonst jeden Menschen auf dem ganzen Landgut geweckt. Fantastisch, Holmes. Und natürlich brauchte Straker für dieses Schandstück Licht. Also nahm er sich die Wachskerzen, zwei Stücke Teiglicht und ein Feuerzeug mit. Aber warum hat er das getan? Bei mir verdiente Straker doch gut. Jedenfalls hat er sich nie beklagt. Wie Inspektor Lestrade und ich herausfanden, führte der werte Mr. Straker eine Art Doppelleben. Und für sein zweites Leben reichte sein Gehalt nicht annähernd aus. Was für ein Doppelleben? Mr. Straker hatte eine Rechnung bei sich, dessen Adressat ein gewisser William Derbyshire war. Eine Rechnung über sage und schreibe 37 Pfund und 15 Schilling, ausgestellt von der Schneiderin Madame Lesourier in der Bond Street in London. Eine Rechnung für ein taubengraues Seidenkleid mit Straußenfedern besetzt. Aus der Rechnung schloss ich, dass dabei eine Dame mit sehr teuren Bedürfnissen im Spiel ist. Und diese Dame ist nicht Mary Straker, denn sie wusste von diesem Kleid nichts. Ich verstehe kein Wort. Wer ist dieser William Derbyshire? Oberst, Sie werden wissen, dass kein Mensch die Rechnungen anderer Leute in der Tasche mit sich herumträgt. Jeder hat gewöhnlich genug damit zu tun, seine eigenen zu bezahlen. Da ist was dran. Da ich auch hier einen ernsten Verdacht gegen John Straker hegte, besorgte ich mir eine Fotografie von ihm und gab sie Inspektor Lestrade. Ich bat ihn, diese Fotografie der Schneiderin zu zeigen. Und was sagte sie, Inspektor Lestrade? Madame Lesurier sagte, der Mann auf dem Foto sei Mr. William Derbyshire. Mr. Straker hatte diesen Mr. Derbyshire erfunden, um seine Frau unter falschem Namen mit dieser Seitenkleiddame betrügen zu können. Offenbar eine Dame mit großen Ansprüchen. So geriet Straker in finanzielle Not und musste schließlich zum Wettbetrug greifen. Aber wie kam Straker denn nun ums Leben? Er hatte Pech. Er führte Silberstrahl in jener Nacht aus dem Stall auf das Moor, direkt in die Bodensenke, wo wir Strakers Leiche gefunden haben. Dort konnte niemand aus der Ferne das Licht sehen, das er entzünden wollte. Die Krawatte, die Fitzroy Simpson verloren hatte, muss Straker auf dem Weg dorthin zufällig gefunden haben. Und er wollte sie gleich nutzen, um dem Pferd das Bein festzubinden. Vor Ort hängte er seinen Mantel an den Ginsterbusch, weil er ihn bei der geplanten Operation behindert hätte. Dann trat er hinter das Pferd und machte Licht. Dieser plötzliche Lichtschein erschreckte das Tier. Vermutlich fühlte Silberstrahl auch instinktiv, dass ihm Unheil drohte. Er schlug aus und traf Straker mit dem Huf am Kopf. Dabei wurde Straker so stark verletzt, dass sein Körper noch mehrere Male unkontrolliert zuckte. Dabei schnitt er sich mit dem Operationsmesser selbst. Dann brach Straker tot zusammen und Silberstrahl trabte davon. Und was hatten nun die hinkenden Schafe zu bedeuten, über die Sie sich so maßlos gefreut haben, Holmes? Sie bestätigten meinen Verdacht, Watson. Um sicherzugehen, dass ihm der schändliche Eingriff bei Silberstrahl gelingt, musste Straker die Operation erst ausprobieren. Und für seine Versuche setzte er sein Messer an den Sehnen mehrerer Schafe an. Ganz genau, Watson. Und wo haben Sie Silberstrahl nun gefunden? Er war durchgegangen und einer Ihrer Nachbarn hat ihn in Pflege genommen. In dieser Richtung werden wir wohl Gnade vor Rechter gehen lassen. Und während wir zwei uns auf dem Land herumgetrieben haben, hat sich hier in London allzu Schreckliches zugetragen. Und das nur, weil ich mich entschlossen hatte, die Polizei nicht zu warnen. Demnach ist es der geheimnisvollen Nummer 1 der Londoner Unterwelt gelungen, Joseph Harrison zu befreien? Das kann man wohl sagen, Watson. Der Plan war genial, das muss ich zugeben. Offenbar wusste die Nummer 1 genau, wann die Gefangenenkutsche von wo mit Joseph Harrison abfahren würde, um ihn zum Newgate-Gefängnis zu bringen. Sie wusste, welchen Weg die Kutsche nehmen würde und stellte dem Kutscher und den drei Polizisten, die die Kutsche bewachten, eine Falle. Ein kleiner Tunnel. Es war tiefste Nacht, also bemerkten sie zu spät, dass der Ausgang verbarrikadiert war.
Der Tunnel war zu eng, um mit dem Fuhrwerk zu wenden. Und bevor die Polizisten etwas unternehmen konnten, warfen unbekannte Glasbehälter in den Tunnel. Die Behälter zersprangen und die Flüssigkeit in ihrem Innern entwickelte sofort ein betäubendes Gas. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass es sich um eine sehr hochkonzentrierte Mischung aus Chloroform und Äther gehandelt haben muss. Teuflisch! Sie wollten den Kutscher und die Polizisten betäuben. Die Polizisten setzten sich aber sofort zur Wehr und begannen zu schießen. Sie hatten Revolver bei sich. Als die Leichen gefunden wurden, waren fast sämtliche Waffen komplett leergeschossen. Sie hatten in dem Tunnel keine Chance, zumal sie schon nach wenigen Augenblicken halb betäubt gewesen sein müssen. Sie wurden von den Unbekannten gnadenlos niedergemacht. Der Kutscher und die drei Polizisten sind tot. Und Joseph Harrison ist weg. Hätte ich die Polizei gewarnt, würden die vier Männer jetzt noch leben. Ich habe sie auf dem Gewissen, Watson. Und Joseph Harrison? Wo ist er jetzt? Und was hat die Nummer 1 mit ihm vor? Das weiß ich nicht, Watson. Weck Mr. Harrison jetzt auf. Er ist wach. Ich weiß, Miss Howells. Guten Morgen, Mr. Harrison. Da Sie sich aufgesetzt haben, kann die Narkose nicht besonders tief gewesen sein. Wo bin ich? Was ist geschehen? Ich kann Ihnen versichern, dass Sie nicht im Newgate-Gefängnis sind. Sie befinden sich in einer Industriehalle in London, die in meinem Eigentum steht. Wer sind Sie? Wo sind Sie? Ich kann kaum etwas erkennen. Es ist so dunkel hier drin. Wer sind die Leute hinter mir? Die Leute hinter Ihnen sind ein paar meiner Mitarbeiter. Wo sind Sie? Ich kann nur Ihre Stimme hören. Das muss genügen. Ich schätze meine Anonymität. Daher werden Sie auch nur wenig über mich erfahren. Nur so viel. Ich leite eine Schattenorganisation, die ich in den vergangenen Jahren in der Unterwelt Londons aufgebaut habe. Eine äußerst erfolgreiche Organisation, wie ich betonen muss. Die Regeln sind einfach. Ich befehle und erwarte Gehorsam. Im Gegenzug erhält jeder Beteiligte einen angemessenen Anteil unserer Einnahmen. Verrat und Versagen dulde ich nicht und bestrafe sie. Wie komme ich hierher? Ich ließ sie befreien. Miss Rachel Howells hinter Ihnen ist auf ähnliche Weise in meinen Dienst getreten. Ich half ihr, als die Polizei hinter ihr her war. Zuvor hatte sie gezeigt, dass sie durchaus in der Lage ist, einen Menschen zu töten. Indem Sie den Marinevertrag an sich brachten, zeigten auch Sie Eigenschaften, die mir nützlich sind, Mr. Harrison. Ich wurde dabei erwischt. Immerhin war Ihr Plan ein guter erster Schritt. Hätten Sie den Vertrag in meinem Auftrag gestohlen, wären Sie erfolgreich gewesen. Der Grund, ich pflege meine Pläne zu Ende zu denken. Was wollen Sie von mir? Sie arbeiten von nun an für mich. Was soll ich tun? Was auch immer Sie tun werden, Mr. Harrison, Ihr altes Leben existiert nicht mehr. Sie gehören jetzt mir.